Vor mal ein bisschen schnell, dann weiß ich, was es hat. Hallo. 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 Grüß dich. Servus. Servus, grüß dich. Nationalratspräsidenten Norbert Hofer. Unser Landeshofmann und Clubobmann Johann Schürz. Die Landtagsabgeordnete Ilse Benker. Gerhard Kovacic, alle Bezirksobmänner, Bezirksgeschäftsführer, Gemeinderäte und Freunde der FPÖ sowie ganz besonders möchte ich herausheben ein Gründungsmitglied der FPÖ, den Franz Willidorfer aus Neudörfeln. Und dann die sehr zahlreich erschienenen Gäste. Es ist eine Freude, dass ihr euch hierher gefunden habt, um unseren Spitzenkandidaten, unseren Bundeshauptmann, Spitzenkandidat muss der leider schon nach Wien abreisen, Harald Wilms gehen, unser Bundeshauptmann Heinz-Christian Strache, genau deswegen ist er hier. Zuzuhören, was er zum Thema EU zu sagen hat. Ganz kurz, ganz wenige Worte von mir. Also warum ich mich engagiere und unbedingt ein Lobbyist für die Österreicher sein will und nicht für die Griechen. Wir haben hier schon genug gezahlt. Wir haben einige Freunde, die sind hier, ehemalige Bankdirektoren, die hätten gesagt, fahrlässige Krieger, dafür wären sie ins Gefängnis gegangen, was hier gemacht worden ist auf europäischer Ebene, ohne das Volk zu befragen. Und wir stehen einfach dafür, dass wir die direkte Demokratie stärken wollen und unser Volk mehr einbinden. Deswegen ganz kurz noch ein paar Worte zum Thema, warum wir hier die EU wieder ein bisschen disziplinieren wollen, die Macht wieder zurückholen in die europäischen Parlamente. Also ich habe heute eine Diskussion gehabt in Oberwart mit Schülern, und so wie es uns halt geht, uns Gesinnungsgenossen, wir stehen meistens alleine da, durch eine geschlossene... Gesinnungskameraden. Kameraden. Danke, danke, Norbert. Natürlich sind wir keine Genossen, wir sind Kameraden. Ihr seht, also, wir haben den Leiter der Ausbildung der Partei, also des Parteihandbuchs, da und der muss uns natürlich immer wieder ein bisschen schulen, wie die richtige Ausdrucksweise ist. Danke nochmal. Warum wir eben für die EU sind, aber nicht nur im Grunde für die europäischen Grundfreiheiten und nicht die EU als Selbstbedienungsladen, das sieht man immer wieder, wenn man zum Beispiel den ehemaligen Spitzenkandidaten der ÖVP sieht, der Lobbyist für die Konzerne sein wollte und dort ein bisschen Geld einkassieren, und nicht für die Bürger, beziehungsweise ganz besonders
finde ich, eine, ja, ich tue mir ein bisschen schwer, das jetzt vor dem Mikrofon zu sagen, was ich normal sagen würde, aber es ist eine besondere Frechheit, was sich hier erlaubt wird, mit den EU-Beamten. Etwa 5.000 Beamte verdienen netto mehr als die Angela Merkel, die immerhin über 11.000 Euro bzw. 12,5 mit Zulagen bezieht. Netto, wohlgemerkt, netto, das ist ein Selbstbedienungsladen, der einfach so nicht weitergehen kann. Und man hört immer wieder, naja, in Wien zum Beispiel, da ist Wien ist ja noch viel schlechter verwaltet. Ja gut, da kann man nur entgegnen. Früher hat man auch Trabis gebaut und es gibt halt auch ein Audi und wir orientieren uns an die Besseren und nicht an die Schlechteren. Und in diesem Sinne übergebe ich das Wort an unseren Landesparteiobmann, Johann Schürz. Ja, liebe Freunde, jetzt müssen wir das einmal richten. So, jetzt geht's. Ja, danke, dass ihr heute so zahlreich gekommen seid. Es ist ja Montag, ne? Das ist ja nicht Freitag, nicht Samstag, sondern Montag. Da freut es mich ganz besonders. Danke, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Lieber Heinze, extra wegen dir seid ihr heute gekommen. Und ich möchte mich auch nicht lange aufhalten, aber eins muss ich noch ergänzen. Herbert, das du gesagt hast. Zum einen möchten wir natürlich unsere Vorfeldorganisationen noch begrüßen. Alle Obmänner und Obfrauen der Vorfeldorganisationen, herzlich willkommen auch hier in Marz. Und eins legt man auch am Herzen, weil mir taugt das irgendwie. Nicht? Weil ich trinke auch gerne einen Spritzer und vielleicht manchmal ein Bier. Und da gibt es einen, der trinkt auch gerne einen Spritzer und gerne ein Bier. Und der ist auch heute da und der Herbert hat ihn erwähnt. Und er hat eins vergessen zum Song. Der Millidorfer ist 92 Jahre. Und deshalb freut es mich, dass du da bist. Steh auf, Alter, dass wir das hier in voller Größe. Also, wenn du 100 Jahre bist, macht man auch mal so eine Veranstaltung. Gut, zur heutigen Wahlkampfauftaktveranstaltung. Wir haben schon eine Pressekonferenz abgehalten in Mörbisch. Wir haben dann auch noch unsere Polizei besucht und eines zur Polizei möchte ich schon noch sagen, bevor ich dann zur Arbeitslosensituation komme. Es ist so, dass man ja die Polizeiposten geschlossen hat. Man hat gesagt, jetzt schließt man die Polizeiposten um 1650 Beamte in Burgenland. 1650 Beamte. Und nun hat man reduziert unsere Polizeiposten auf 50. Wir Freiheitlichen sagen, nicht 50, sondern 70 hätten wir. Wenn wir 70 Polizeiposten haben und jeden Polizeiposten mit 20 Mann bestücken, sind es 1400. Das heißt, dann haben wir immer noch 250 Mann für die Wahlverwaltung frei. Na, was macht man? Nein, man schließt einfach Polizeiposten und jetzt haben wir die glorreiche Idee, nicht? Die ganz glorreiche Idee, aber damit die Sicherheit nicht gefährdet ist, setzen wir in jedes Gemeindeamt einen Polizisten hin. Jedes Gemeindeamt, einen Polizisten. Das ist ungefähr so, wenn du sagst, jetzt sitzt der Polizist, das Gemeindeamt hat bis um 16 Uhr offen, und wir sollten aufs Gemeindeamt nochmal draufschreiben, Vorsicht, hier sitzt ein Polizist, Einbrüche bitte erst ab 16 Uhr. Das ist jetzt das neue Sicherheitsgefühl. Das ist wirklich sowas versinnlos, ne? Zu sagen, jetzt setze ich einen Polizeibeamten in ein Gemeindeamt, ne? Dass der vielleicht dann irgendwas aufnimmt, wenn halt irgendwas ist. Ne? Also, sowas habe ich auch gar nicht gehört. Und das verkauft man aber der Bevölkerung, den Dorfpolizisten, das verkauft man der Bevölkerung. Ne? Also, das ist ja eine Unglaublichkeit, was hier passiert. Und wenn man sich die Arbeitslosengeschichte anschaut, dass wir direkt ins Thema EU kommen, jeder neue Arbeitsplatz, der im Burgenland entsteht und in den Burgenland entstanden ist, ist durch einen Nicht-Burgenländer besetzt worden. Das heißt, Burgenländer und Österreicher werden abgebaut und alle anderen kriegen bei uns Arbeitsplätze. Und das ist deshalb, weil es eine Arbeitsmarktöffnung gibt. Die Arbeitslosenzahlen sind gestiegen in dieser rot-schwarzen Chaosregierung von 250.000 auf 400.000. Na warum? Na weil alle anderen Arbeit kriegen, aber unsere nicht. Und was wir brauchen, wir brauchen eine Unternehmensförderung. Das heißt, jeder Unternehmer, der einen Burgenländer beschäftigt, soll eine Förderung kriegen.
Jeder Unternehmer, der einen Burgenländer beschäftigt, soll eine steuerliche Begünstigung nehmen. Und dann schaut die Geschichte komplett anders aus. Und da muss ich auch sagen, jetzt bin ich da. Und deshalb sage ich, statt den Förderungen für rot-schwarze Organisationen brauchen wir Förderungen für unsere Unternehmer, wir brauchen Burgenland Förderungen für unsere Familien und wir brauchen eine angemessene Wohnbeihilfe, dass endlich einmal diejenigen, die sich eine Wohnung nicht mehr leisten können, auch eine Förderung diesbezüglich bekommen. Bis jetzt lasst man alle im Stich. Das ist einfach das Credo dieser Regierung. Und das will ich auch jetzt beweisen. Will ich jetzt wirklich beweisen. Denn man sagt immer, die EU ist so wirksam. Und die haben durch die EU so viele Förderungen bekommen. Und durch die EU gibt es so viele Arbeitsplätze. Jetzt erzähle ich einmal ein bisschen was, wo die Förderungen hingehen. Es gibt schon ein Förderungspaket der EU. Nicht? Das nennt sich Projektförderung, nennt sich das. Nicht? Und jetzt erzähle ich einmal ein bisschen was auf, wie so eine Projektförderung ausschaut. Da gründet sich eine Organisation, da gibt es einen Vorsitzenden, der ist der SPÖ, und einen Stellvertreter, der ist der ÖVP. Nicht? Und diese Organisation nennt sich Projektmanagement und da kriegt zum Beispiel das Projekt, das muss ich jetzt gescheit lesen, Trockenrasenmanagement, Projekt Trockenrasenmanagement, kriegt 159.000 Euro. Niemand weiß, was mit dem Geld schiebt. Dann gibt es das Projekt, das heißt Koordinierungsprojekt allgemein, 153.000 Euro. Dann gibt es ein Koordinierungsprojekt Öffentlichkeitsarbeit, mit 493.000 Euro. Das heißt, da werden einfach Vorbildorganisationen gegründet, Projektgruppen geschaffen, wo dort der Obmann und der Stellvertreter und auch natürlich der ganze Verein Haufen Geld kriegt, die niemand notwendig haben, wo das Geld hingeht. Oder Projekt Feldhamster. Ich glaube, das ist ein super Projekt. Projekt Feldhamster, 70.000 Euro. Projekt Ehrenmaus. Oder Projekt Ziesel. Nicht? Das ist wirklich wahnsinnige Projekte, oder das Projekt Altbäume mit 116.000 Euro, oder das Projekt Kopfbäume, oder das Projekt Blühendes Burgenland mit 238.000 Euro. Und diese Projekte werden einfach gesamt gefördert und die werden einfach abgeregt, wie man es abbringen will. Aber für unsere Arbeiter und Arbeiterinnen hat man kein Geld, sodass man die Wohnbaufindung und Wohnbaufhilfe in die Höhe schnalzen würde. Da steckt man lieber das Geld in Förderprojekte von roten und schwarzen Parteigängern. Und das wollen wir einfach nicht. Und wenn ich mir die Geschichte anschaue einmal mit dem Förderungswahnsinn, Projekt Blühendes Burgenland 238.000 Euro, also ich glaube, wahrscheinlich wird es einmal so weit kommen, dass noch irgendwann einmal ein Projekt Lustiges Burgenland mit 15 Millionen gefördert wird. Wir müssen weg von diesen Wahnsinnsförderungen, wir müssen weg von diesen Streuförderungen, wir müssen hin wirklich zur Arbeitsplatzförderung. Jeder Betrieb sollte nicht bemessen werden nach Umsatz, sondern nach Arbeitsplätzen. Desto mehr Arbeitsplätze, als du schaffst, du Burgenländer, desto mehr Förderungen kriegst du. Daher möchte ich abschließend sagen, wir müssen vom linken Abenteuer zurück auf den rechten Weg kommen. Das heißt, wir sind die Kraft, die Heimatschaft, wir sind Österreich, wir sind Burgenland, wir sind Heimat. Und danke für die Aufmerksamkeit, lieber Heinz-Christian, ich möchte dich jetzt antreten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich, heute hier bei euch sein zu können. Der Spitzenkandidat Harald Wilimski hat ja leider Gottes nach Wien müssen, weil er dort heute eine Diskussion hat. Der muss natürlich auch seine ganzen Medientermine wahrnehmen. Deshalb bin ich froh, wenn ich heute bei euch sein kann und einmal von meiner Sicht die Situation auch euch darlegen kann, weil ich sage, wir sind in durchaus spannenden Zeiten und es kommt einiges auf uns zu, das wir auch richtig einschätzen müssen. Und ich sage, da sollten wir auch offen drüber reden. Wir haben ja eine Bundesregierung, die bei der letzten Nationalratswahl mit SPÖ und ÖVP zwei Parteien erlebt, die wieder eine Wahl verloren haben, aber dann als Wahlverlierer sich gleich wieder eingehängt haben nach der Wahl. Und die gleichen haben während der Nationalratswahl einiges versprochen. Der Herr Faymann hat versprochen, es wird eine gerechtere Verteilung geben. Er ist der Gerechte, der dafür Sorge tragen wird, dass die Menschen endlich entlastet werden. Der dafür Sorge tragen wird, dass die, die arbeiten, endlich wieder mehr netto
vom Brutto im Geldbörsel haben. Und er wird, wie er gesagt, der Bildungslobbyist wird er sein. Der Bildungslobbyist, der Sorge tragen wird, dass in den Schulen und in der Bildung endlich was weitergeht. Ne? Und kaum ist die Wahl vorbei, beide Wahlverlierer haben sie eingehängt, haben sie auch schon alle Wahlversprechen gebrochen. Das erste Budget legt vor, vom Bildungsunterstützer und Lobbyisten Feimann ist nichts mehr in sich, da wird bei der Bildung gespart, da wird ganz bewusst auf dem Rücken der Kinder mit Einsparungen getroffen. Die PISA-Studie haben sie überhaupt gleich für dieses Jahr außer Kraft gesetzt, da findet dann einmal eine Bewertung unserer Kinder statt, eh klar, weil diesmal wäre Deutsch der Schwerpunkt gewesen, und da hätten wir natürlich in Wien und überall dort, wo die Zuwanderungsexperten die letzten Jahrzehnte aktiv waren, sehen, wo man wirklich steht. Dann wäre spätestens offenkundig geworden, warum die letzten Jahre der PISA-Studie so schlecht ausgegangen sind. Na eh klar, weil wenn man kein Deutsch versteht, dann kann man auch dem Unterricht in anderen Sparten nicht wirklich folgen. Das wäre dann spätestens jetzt ganz klar evident gewesen. Also hat man es gleich abgesagt, damit man nicht eine Peinlichkeit erlebt. Aber so ist die Realität. Und der Finanzminister, der Herr Vizekanzler, der Herr Spindlecker, der hat noch gesagt im Wahlkampf, ich kann mich erinnern, Fernsehdiskussion mit ihm, die Wirtschaft entfesseln. Er ist der Entfesselungskünstler, der die Wirtschaft endlich von diesen Klammern entbinden wird. Ne? Kaum ist die Wahl vorbei, erstes Budget. Was erleben wir unter Rot-Schwarz? Höchste Staatsverschuldung der Zweiten Republik. Wir erleben ein Budget, das bis zum Jahr 2018 noch weiter die Staatsverschuldung in Rekordhöhe ausbauen wird. Bis 2018 weitere Schulden. Und das gleiche Versprechen wie bei allen Finanzministern seit dem Jahr 2006. Aber dann werden wir ein ausgeglichenes Budget haben. Dann bauen wir die Schulden ab. Das gleiche hören wir seit 2006. Gleich beim Finanzminister war der Josef Böll, die Fechter, jetzt der Spindlecker. Also alle haben uns das gleiche versprochen. Und genau das erleben wir jetzt wieder. Leere Hülsen. Die gehen her, höchste Staatsverschuldung, weitere Schulden, höchstes Defizit, höchste Abgabenquote der Zweiten Republik, wir haben 45,3% Abgabenbelastung heute. Unfassbar. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit in der Zweiten Republik mit über 400.000 arbeitslosen Menschen in Österreich, wo manche Experten sagen, bitte entlastet endlich die kleinen und mittleren Arbeitnehmer, die Angestellten, die kleineren und mittleren Unternehmer, weil wir haben auch bei der Wirtschaftsentwicklung eine Stagnation. Wir gehen in Rezession. Wenn ihr nicht jetzt Steuerentlastungen vornehmt, dann werden wir nächstes Jahr 500.000 Arbeitslose haben. Das ist der Irrsinn. Das heißt, das ist das Gebot unserer Zeit und Stunde, jetzt die Lohnnebenkosten zu senken. Jetzt beim Eingangssteuersatz die Gehälter entsprechend zu reduzieren, aufzubauen und die Steuern zu reduzieren auf 25%. Den mittleren Steuersatz zu senken, damit die Gehälter mehr werden. Weil die Leute brauchen ja nicht mehr Gehalt, damit sie sparen, sondern die brauchen es zum täglichen Leben, weil alles teurer geworden ist. Und sie das Leben nicht mehr leisten können. Das heißt, du musst jetzt Steuerentlastungen für die kleineren und mittleren Einkommensschichten und Unternehmer sicherstellen, damit die das Geld haben, das sie brauchen zum Leben und den Wirtschaftskreislauf in Gang setzen. Und das Geld wird ja ausgegeben. Und dadurch wird Wirtschaft angekurbelt, dadurch werden Arbeitsplätze wieder gesichert und zusätzliche geschaffen und nur dadurch kann man Arbeitslosigkeit reduzieren. Wenn ich jetzt keine Steuersenkungen vornehme und eine Rekordarbeitslosigkeit im nächsten Jahr bei 500.000 habe, das kostet dem Staat noch einmal was. Das heißt, das ist ja engstirnig und dumm, jetzt nicht die Steuerentlastungen vorzunehmen. Und die fressen uns ja jetzt schon auf. Permanent wird die Steuerschraube weiter angedreht. Wir haben eine Inflation, nämlich eine kalte Enteignung der Menschen, Inflation, die nicht einmal ausgeglichen wird bei den Gehältern, bei den Pflegebedürftigen nicht ausgeglichen wird, bei den Familienbeihilfen nicht ausgeglichen wird seit 10 Jahren, dann gehen sie jetzt her und machen einmal eine minimale Erhöhung der Familienbeihilfe und gleichzeitig dann durch die Erhöhung der Kfz-Steuer es den Familien gleich wieder überhöht wegzunehmen. Ne? Das ist deren Politik. Nur Steuern erhöhen und belasten. Und genau das führt in die Katastrophe. Anstatt dass die endlich hergehen würden und die Staats-, Verwaltungs- und Gesundheitsreform sicherstellen. Dort musst du sparen. Du musst dort in den Verwaltungsbereichen, wo der rot-schwarze Verwaltungsspeck heute Milliarden jedes Jahr auffrisst, ansetzen. Da braucht es einen bundeseinheitlichen Spitalsplan. Da braucht es eine bundeseinheitliche Gesundheitsfinanzierung.
Da braucht es eine Neuaufstellung der Pflege und der Akutbetten. Dort schlummern die Milliarden. Die Schnittstellen endlich auch reduzieren in den Verwaltungsbereich. Da musst du ansetzen. Aber nicht am falschen Fleck wie heute, wo man bei der Sicherheit und bei den Beamten einspart, wo man bei den Lehrern und bei den Kindern, bei der Bildung einspart, statt in den Verwaltungsstrukturen. Das ist der Irrsinn. Und genau das führt uns in eine weitere Katastrophe, wenn wir so weitermachen. Und ich sage daher, gerade im Vorfeld vom 25. Mai einer Europäischen Unionswahl, muss das der eine Aspekt sein, diesen roten und schwarzen Wahlversprechenbrechern und denen, die uns weiter belasten und nur an der Steuerschraube drehen, auch einen entsprechenden Denkzettel zu verpassen, damit einer ab 25. Mai auch die Schweißperlen auf der Stirn stehen und sie Angst haben, dass beim nächsten Nationalrat, wenn sie was verändern, sie abgelöst werden. Und glaubt mir eins, die einzige Sprache, die SP und ÖVP verstehen, ist jede, wenn am 25. Mai alle, die zu Recht angefressen, wütend und krankig sind auf diese Belastungsregierung, dass man hingeht und am 25. Mai für die einzige starke Oppositionskraft und die unkritische Kraft, die antritt, nämlich die FPÖ, ein Kreuzl macht und damit ein politisches Erdbeben verursacht, weil dann, ich sage euch, dann werden sie wirklich schwitzen und dann besteht die Chance, dass sie vielleicht doch bis Ende der Nationalratslegislaturperiode endlich zur Vernunft kommen und sich wieder stärker den Bürgerinteressen widmen. Und dann vielleicht doch die Erkenntnis haben, Herrst, jetzt müssen wir mal die eigenen Leute ernst nehmen und dort entlasten und dort eine Entlastung setzen, weil sonst werden wir bei der nächsten Nationalratswahl nicht mehr gewählt. Und die FPÖ wird sonst bei der nächsten Nationalratswahl zur stärksten und bestimmenden Kraft werden. Das ist die einzige Sprache, die SP und ÖVP verstehen, nämlich die Angst zu haben, Macht zu verlieren. Und genau das kann man am 25. Mai ihnen in die Glieder fahren lassen, damit sie vielleicht und hoffentlich zur Vernunft kommen und hoffentlich sich anstrengen, endlich eine bessere Politik zu machen. Und genau deshalb sage ich, diese Denkzettelwahl soll man nützen. Weil wer zu Hause bleibt, der wird nichts ändern. Wer zu Hause bleibt, der wird eher bei den Roten und bei den Schwarzen Folgendes hinterlassen, dass sie sagen, sind eh alle zufrieden, unterstützen eh alle unsere Politik, können wir weitermachen wie bisher, super, sind wir eh nicht gefährdet. Eh alles bestens und Palette. Das wäre nämlich das Ergebnis. Und ich sage, wer zu Hause bleibt, der hat Schimpfverbot im nächsten Jahr, der braucht sich gar nicht aufregen. Ja? Weil wer nämlich nicht zur Wahl geht und nicht beiträgt zu einer Veränderung, der hat in Wahrheit seine Chance vergeben und verschenkt. Der darf sich nicht wundern, wenn er nicht so weitergeht. Und das ist der eine Aspekt. Und wenn ich mir anschaue, was da heute, ich meine, heute kann ich SPÖ, ÖVP, Grüne, NEOS, wenn ich die alle hernehme. Natürlich gibt es da oder dort Unterschiede, aber in Wahrheit sind sie in so vielen Bereichen einer Meinung. Zuwanderungspolitik zum Beispiel. Ne? Ja, wo ist denn da die einzige politische Kraft im Land, die seit Jahrzehnten sagt, bitte Freunde, da muss sich was ändern. Da kann es ja nicht so weitergehen, dass wir heute in den Städten, im urbanen Bereich Schulklassen haben, wo von 30 Schülern nur mehr 3 für österreichische Kinder drinnen sitzen. Ja, und dann wundern wir uns, wenn die Schulstatistik dann aufzeigt bei der PISA-Studie, dass natürlich die Leistung nachlässt und dass die Kinder dem Unterricht nicht mehr folgen können. Wenn ich in einer Schulklasse groß geworden wäre bei 30 Kindern mit 4 Österreichern, ja, und der Rest versteht nicht einmal gescheit Deutsch, na, was hätte ich für eine Chance gehabt, in dieser Schulklasse auch entsprechend Bildung vermittelt zu bekommen? Da muss ich ja schauen, dass die Kinder die deutsche Sprache verstehen. Da muss ich eine Deutschvorschule möglich machen. Da muss ich schauen, dass die Mechanismen so auch gesichert sind, dass nicht unsere Kinder in den Schulklassen zur Minderheit werden. Und natürlich liegt das auch an einer verfehlten Familienpolitik in den letzten 40 Jahren. Aber nicht nur. Schon auch, aber wenn ich heute schon Schulklassen habe, wo bitte von 30 Kindern 26 Nicht-Österreichische sind, dann kann ich doch gleich die 4 österreichischen Kinder rausnehmen und mir ein Glas geben, wo sie nicht zur Minderheit in der eigenen Heimat werden und irgendeine Chance haben, zumindest in der eigenen Heimat, auf eine Entwicklung. Aber genau das tut man nicht. Und die gleichen Parteien sagen, wir brauchen noch mehr Zuwanderung. Wir müssen noch mehr Grenzen öffnen. Die gleichen Parteien gehen her und haben jetzt den Arbeitsmarkt für Rumänien und Bulgarien geöffnet, mit 1. Jänner dieses Jahres, damit noch billigere Arbeitskräfte nach Österreich kommen, die dann Lohndumping am Arbeitsmarkt natürlich verursachen, Verdrängungswettbewerb am Arbeitsmarkt verursachen und damit natürlich österreichische Facharbeitskräfte, österreichische Arbeitnehmer
aber auch bereits gut integrierte Zuwanderer, die vor 30 Jahren gekommen sind, am Arbeitsmarkt verdrängt werden und in der Arbeitslosigkeit landen, weil nämlich die osteuropäischen Arbeiter noch billiger sind. Das ist das Ergebnis dieser Politik. Und wir warnen seit Jahren, wir versuchen gegenzusteuern seit Jahren, aber wir sind zu schwach, weil ich kann mit 20% nicht gegen eine Mehrheit von über 50% bestehen. Ich kann lästig sein, ich kann aufzeigen, ich kann Bewusstsein schaffen, ich kann die Leute nicht wachrütteln, aber die Leute müssen mithelfen, dass wir auch die Mehrheit verändern in diesem unserem Heimatland, sonst geht es so weiter. Und wenn ich dann erlebe, dass im städtischen Bereich, ich meine, ihr seid ja teilweise eh noch gesegnet, da heraußen, bei euch in Burgenland, wenn ich dann reinschaue im städtischen Bereich, aber wurscht ob in Linz, in Wels oder in Salzburg oder in den steirischen Städten oder nach Wien, im städtischen Bereich im Allgemeinen, wahrscheinlich bei euch in Mattersburg, vielleicht auch schon beginnend, ja, wenn ich dann erlebe, dass dann Zuwandererfamilien aus der Türkei sich aufregen, beim Schuldirektor, dass in der Schulklasse ein Kreuz hängt und dass das eigentlich eine Sauerei sei. Ja, dann kann ich nur sagen, wenn es nicht passt bei uns, der soll wieder zu Hause gehen. Aber da erleben wir ja das rote, schwarze, grüne Politiker. Die haben ja das größte Verständnis, ne? Für jeden, der zu uns kommt und die Vorteile hier genießt, aber sich dann aufregt über unsere Kultur, über unsere Sitten und Gebräuche, ja, was sogar nachkommt im öffentlichen Schulbereich, wo kein Schweinefleisch mehr serviert, weil für den Teufel, das kennt ja die Zugewanderten, die nicht christlichen Glauben sind, werden vor den Kopf stoßen, dass man da vielleicht einen Wiener Schnitzel vom Schwein kriegt, ne? Oder einen Frankfurter Würstel oder einen Leberkäs, ja, sowas geht doch nicht, entsetzlich. Ne? Der Nikolaus hat sogar Auftrittsverbot in manchen öffentlichen Schulen und Kindergärten, ja, in den Städten. Ja, so weit sind wir. Selbstaufgabe, Selbstauflösung, Selbstachtung verschwindet völlig. Und ich sage, die müssen wir zurückgewinnen. Die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Da geht es um unsere Kinder und Kindeskinder, um unsere Enkelkinder. Um die geht's. Und da haben wir alle eine Verantwortung, da nehme ich niemanden aus. Weil wenn wir zuschauen und nichts dagegen unternehmen, ja, dann möchte ich einmal nicht am Sterbebett liegen, ich selber, und meinen Kindern und Enkelkindern in die Augen schauen müssen und sagen müssen, naja, ich habe es zwar gesehen, gehört habe ich es auch, aber ich habe nichts versucht, dagegen zu steuern. Nein, ich versuche, gegen zu steuern. Weil ich will nicht, dass wir zur Minderheit in der eigenen Heimat werden, dass wir unsere Sitten, unsere Gebräuche, unsere Kultur verlieren und verlustig gehen und am Ende in Wahrheit in einer Heimat leben, die nicht mehr unsere Heimat ist, wie wir sie gewohnt sind und wie wir nicht mehr weitergeben können an unsere Kinder und Enkelkinder. Und das ist eine Verantwortung, die wir alle haben. Und ich sage ganz bewusst, Anstand und Charakter ist keine Frage von Herkunft und Kultur. Wir haben genügend anständige Menschen, die zu uns zugewandert sind, die anständig sind, die Charakter haben, die fleißig sind, die sich integrieren. Da hat kein vernünftiger Österreicher ein Problem damit. Ja? Die haben auch in der Feindlichen Partei und in ihrer Heimat Österreich eine neue Heimat gefunden. Gibt es viele. Es ist nicht die Frage der Herkunft. Es ist eine Frage des Anstands und des Charakters. Und wenn jemand herkommt und anständig ist, und eben hier anständig lebt und keine Gesetze bricht, ja, dann ist er ein willkommenes Mitglied unserer Gesellschaft. Aber wenn einer glaubt, er kann daherkommen und kann dann Verbrechen begehen oder Drogen dienen oder muss nicht arbeiten und er kann dem Sozialsystem auf der Tasche liegen oder er muss nicht Deutsch lernen und braucht es nicht integrieren, da habe ich kein Verständnis. Und dieser Gruppe von Menschen, die glauben, sie müssen hier Verbrecher sein, die glauben, sie müssen sich nicht integrieren und kein Deutsch lernen, die glauben, sie müssen nicht arbeiten und können dem Sozialsystem auf der Tasche liegen, denen will ich die Tür hinaus aus Österreich zeigen. Das ist der Entscheidende. Jeder anständige Mensch, gleich woher er kommt, hat in uns eine politische Heimat, weil ich bin für jeden anständigen Menschen. Das ist keine Frage von Herkunft und Kultur. Aber natürlich habe ich ein Recht darauf, nicht zur Minderheit in der eigenen Heimat zu werden. Es gibt auch ein Heimatrecht. Das gibt es. Das ist ein Menschenrecht. Und dieses Menschenrecht auf Heimat wird komischerweise nie von der Linken diskutiert. Ne? Dieses Menschenrecht vergisst man. Ne? Das ist ein unbedeutendes Menschenrecht für die Linken. Ne? Aber es ist ein Menschenrecht, Heimatrecht. Seine Heimat nicht zu verlieren. Seine Heimat nicht verlustig zu werden. Das ist ein Menschenrecht. Aber das wollte ich heute mal klarstellen, weil da auch immer wieder von der veröffentlichten Meinung Dinge in den Raum gestellt werden, die nicht stimmen.
Aber das alles ist mitentscheidend für weitere Entwicklung. Und das ist jetzt die österreichische politische Landschaft gewesen, die ich versucht habe, kurz zu beleuchten. Vielleicht noch ganz kurz auf die Hypo, weil das ja auch ein Akt ist, der uns alle betrifft. Die Hypo Alpe Ate, der größte Bankenkriminalfall der Zweiten Republik, neben Bank Austria und Madoff, das schwebt noch ein bisschen unter der Decke, neben BAWAG, neben Kommunalkredit, all das sind Bankenkriminalfälle, die wir in der Zweiten Republik erlebt haben. Heute tut man ja so, als gäbe es die anderen Kriminalfälle nicht und nur die Hypo. Und heute tut man so, als wäre die Hypo ein Kriminalfall, für den ausschließlich der Jörg Haider verantwortlich ist. Jetzt stehe ich nicht an, klar und deutlich festzuhalten, dass der Jörg Haider, wie er Landeshauptmann geworden ist, und zwar als Nachfolger vom ÖVP-Landeshauptmann Zernato, damals die Haftungen für die Landesbank Hypo in Kärnten, die unter Zernato eingeführt worden sind, sprich unter einem ÖVP-Landeshauptmann, dass er sie fortgesetzt hat. Er hat diese Haftungen, die vom Vorgänger ÖVP-Landeshauptmann Zernato eingeführt worden sind, fortgesetzt mit den Stimmen der SPÖ und der ÖVP in Kärnten. Das heißt, alle Haftungsbeschlüsse im Bundesland Kärnten für die Hypo sind mit Haider, mit der SPÖ, sprich dem heutigen Landeshauptmann Kaiser, der tut jetzt so, als wäre sein Name Hase, der weiß von nichts, hat immer mitgestimmt, ja, und den ÖVP-Landtagsabgeordneten beschlossen worden, weil sonst hätte er es nämlich nicht geschafft. Der hat damals die Stimmen dieser Partei gebraucht, sie haben es ihm auch gegeben, und man hat die Haftungen erhöht. Das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler, der leider in allen 9 Bundesländern Österreichs gelebt wurde. In Wien, bei der Bank Austria, über 100 Milliarden Euro an Haftungsaufnahmen, in Niederösterreich bei der Hypo, in allen Bundesländern haben das SPÖ und ÖVP gelebt und leider auch in Kärnten unter Haider mit Unterstützung der SPÖ und der ÖVP. So weit, so schlecht. Der Haider war nur schlau genug, die Bank im Jahr 2007 aus dem Landeseigentum zu verkaufen, nämlich an die Bayern. Und die Bayern waren so gierig auf die Hypo, dass sie gesagt haben, die wollen wir unbedingt. Und alle Finanzexperten, Finanzmarktaufsicht, alle Überprüfer haben die Hypo überprüft, haben festgestellt, alles in Ordnung, die Bank hat diesen Wert, es hat einen Verkaufswert gegeben, damit hat Kärnten auch über 500 Millionen Euro Rücklagen dann auch angespart und die Bank war plötzlich verkauft und im Mehrheitseigentum der Bayerischen Landesbank und damit ist die Haftungskette auch eine andere gewesen. Ab dem Eigentum der Bayern, nämlich Mehrheitseigentum, hat die Bayerische Landesbank die volle Geschäftsverantwortung gehabt, hat vom Jahr 2007 weg die Bilanzsumme von 4 Milliarden Euro auf 12 Milliarden Euro explodieren lassen. Nicht die Bilanzsumme, Entschuldigung, die Anleihenbelastung von 4 Milliarden auf 12 Milliarden Euro explodieren lassen und die Bilanzsumme von 20 Milliarden auf über 40 Milliarden. Das war die bayerische Mehrheitsverantwortung ab dem Verkauf. So, das heißt, ab dem Zeitpunkt ist das nicht mehr die Verantwortung Kärntens gewesen. Und ab dem Zeitpunkt 2009, wo die Krise richtig offenkundig geworden ist bei der Hypo, fährt der Josef Böll hinaus nach Bayern und lässt sich diese Schrottbank sozusagen umhängen und verstaatlicht die Hypo-Bank, die Mehrheitseigentum der Bayern steht, die die Bayern in der Krise selbst, die Bayerische Landesbank, das Bundesland Bayern, abarbeiten hätten müssen, dann die Gläubiger und als letzte Haftungskette wäre dann Kärnten für die restliche noch offene Summe aufzukommen gewesen. Der geht her, lasst sich eine Bank, die die Bayern von 4 Milliarden auf 12 Milliarden Anleihen explodieren hat lassen, von 20 Milliarden Bilanz auf über 40 Milliarden Euro explodieren haben lassen, in ihrer Verantwortung, rechtlich, dokumentiert, bilanztechnisch dokumentiert, der hätte die Bank nie nennen dürfen, der hätte sagen sollen, liebe Bayern, ihr seid Eigentümer, ihr habt die Bank gekauft, ihr habt jetzt ein Finanzproblem, wir können gerne verhandeln, inwiefern wir uns beteiligen, aber ihr habt die Bank abzuwickeln. Ihr als Bayerische Landesbank seid Mehrheitseigentümer, ihr habt ein Bundesland Bayern dahinter, das finanzstark ist, das muss mithelfen, dahinter die Gläubiger und dann helfen wir gerne selber mit als vierte Haftungskette mit dem Bundesland Kärnten. Darüber können wir verhandeln. Damit hätten wir in Wahrheit einen minimalen Schaden gehabt, der nicht ansatzweise den Schaden, den wir heute haben, hinterlassen hätte, wie bei einer Vollverstaatlichung ohne Not im Jahr 2009, wo Josef Böll nicht einmal Rechtsanwälte mitgenommen hat, um dann plötzlich todkrank zu werden
Mit einer Katze, die aus dem Fenster fliegt. Ne? Ja? Die landet immer auf dem Pfoten und bleibt immer überleben. Ne? So ist der Josef Borrell todkrank geworden, um dann wie jeder Schwarze beim Raiffeisen-Konzert zu landen. Pumper gesund zu werden. Eine eigenartige Geschichte, die aber erklärbar ist. Weil wer sind denn die Gläubiger, die sonst zur Kasse gebeten worden wären? Von den Bayern hätten wir nicht zwangsverstanden. Na, das ist natürlich unter anderem auch die Raiffeisenbank mit den Länderbanken und den Strukturen des Gläubiger dahinter. Die, die ein Geschäft gemacht haben vorher mit den Spekulationen, die hätten natürlich dann zahlen müssen. Und dann verstaatlicht er ohne Not. Ist dann krank und pumpert gesund, wie gesagt, beim Raiffeisenkonzern aufzutauchen, dann kommt die Fektermütze. Ja? Die Schottermütze. Ja? Kommt da. Und die macht dann nichts. Die Finanzmarktaufsicht prüft die Bank und sagt, oh, die Bank ist gut. Not distressed, alles in Ordnung, die Bank ist super aufgestellt. Ne? Und dann später, ein Jahr, auf einmal zu bemerken, dass die ganzen Prüfer sich geirrt haben. Ja, was ist denn das für ein Prüfungswesen, das von Rot-Schwarz-Neu exist ist? Das heißt, man kann zwar dem Heider die Schuld geben, dass er die Haftungen, die er vom Zernaten übernommen hat, mit Rot und Schwarz erhöht hat, aber die Verstaatlichung haben uns ausschließlich die Roten und die Schwarzen eingebracht. Das weitere Nichtstun jahrelang vom Jahr 2009 bis 2014, ausschließlich rot-schwarze Verantwortung. Das Versagen der Finanzmarktaufsicht seit 2009 bis 2014, ausschließlich rot-schwarze Verantwortung und der Höhepunkt jetzt, nämlich nicht eine geordnete Insolvenz der Bank vorzunehmen und eben die Gläubiger zur Kasse zu bitten, sondern zu 100% es auf den Steuerzahler abzuwälzen, ausschließliche rot-schwarze Alleinverantwortung. Und deshalb sage ich, gehört da aufgeklärt, weil da immer wieder die Leute heute getäuscht werden und man versucht es auf einen Menschen zu schieben, der 2008 verstorben ist und mit Sicherheit seit dem Jahr 2008 nicht von seiner Wolke schwebend Einfluss gehabt hat auf die rot-schwarzen Entscheidungen. Mit Sicherheit nicht. Ja? Und das muss man sichtbar machen. Aber genau das ist das Spiel, warum diese Herrschaften bis heute 18 Anträge auf Untersuchungsausschüsse abgelehnt haben. Na klar, ist ja unangenehm. Ne? Dann müsste man die Verstaatlichung überprüfen. Ne? Dann müsste man überprüfen, warum von 2009 bis 2014 nichts passiert ist. Keine Abwicklung, nichts. Wo noch einmal ein zusätzlicher Schaden von 1,5 Milliarden Euro angerichtet wurde, durch das Nichtstun von 2009 bis 2014. Weil da hätte man nämlich schon abwickeln müssen. Hat man nicht getan. Das alles würde dann zum Vorschein kommen. Die Finanzmarktaufsichtskontrollen, die völlig versagt haben. Ne? Die ganzen Experten, die da versagt haben, sind ja heute die beratenden Organe des Herrn Finanzministers. Die sitzen aber in der Taskforce. Die Wirschung, die da versagt haben, beraten jetzt gerade die Abwicklung. Das müsst ihr gar nicht wissen. Man kriegt ja wirklich die Gänse. Du hast wirklich den Eindruck, wir leben in einer Bananenrepublik. Aber es ist so. Und deshalb muss man diese Sachen erklären. Man muss Bewusstsein schaffen für gewisse Mechanismen. Und das ist sozusagen der eine Part, den ich heute machen wollte, für die innenpolitische Ebene. Weil ich sage, der 25. Mai hat natürlich auch die Komponente der Innenpolitik, weil heute Rot und Schwarz neben dem eigenen politischen Versagen ja zu jedem Wahnsinn aus Brüssel sowieso Ja und Amen so. Ja? Wenn die nach Brüssel fliehen, kommen sie unter den Teppich rein und sagen überall Ja und Amen. Und jeder plötzlich wird gesagt, jede Glühbirnenverordnung und Gurkenkrümmung und jede andere Wahnsinnigkeit wird sofort wie ein Hasel bei uns umgesetzt, vom Rauchverbot angefangen. Das ist ja alles ein Wahnsinn. Überreglementierung ohne Ende. Ja, was brauchen wir in Brüssel solche Entscheidungsmechanismen? Wenn ein Wirt heute in sein Gasthaus sagt, es wird geraucht, dann wird geraucht. Und wenn er sagt, es wird nicht geraucht, dann wird nicht geraucht. Brauchen wir Glühbirnenverordnungen, wo die guten alten Glühbirnen, die wirklich noch schön gereicht haben, ersetzt werden durch angebliche Sparlampen, die am Ende viel teurer sind und gar nicht mehr so halten. Was ist denn das für ein Lobbyismus, wo wir da ein gesundes Geschäft gemacht haben mit solchen Verordnungen? Das alles braucht es nicht. Wir brauchen so einen Zentralismus nicht, wo eine übergeordnete Bürokratie in Brüssel mit, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Lobbyisten, die da oben sitzen, ja, die permanent versuchen, für Industriebetriebe und für Banken da irgendwelche Interessen durchzusetzen, das brauchen wir nicht.
Wir brauchen ein anderes Europa. Ein Europa, das sozusagen wirklich sich auf den Kern wieder reduziert. Ein föderales, souveränes Europa, ein föderales Europa der Vaterländer und Nationalstaaten, wo wir wirtschaftspolitisch zusammenarbeiten, wo wir von mir aus auch außenpolitisch definieren, wie wir zusammenarbeiten und von mir aus auch sicherheitspolitisch, wenn Europa gefährdet ist. Aber den Rest sollen doch bitte die Nationalstaaten bei sich selbst entscheiden, weil die besser wissen, was für Probleme in den jeweiligen Regionen der Fall sind und welche Entscheidungen es braucht. Da brauche ich kein zentralistisches Brüssel, das eine Kopie der Vereinigten Staaten von Amerika werden soll. Nein, das wollen wir nicht. Und dort sitzen es die Abgehobenen, ne? Der Herr EU-Präsident, der Sozialist Schulz, ne? Ich sage ja nur, wer hat uns verraten? Das waren immer schon die Sozialdemokraten. Der Schulz ist das beste Beispiel dafür. Schaut euch den Präsidenten an. Der Schulz kassiert im Monat über 14.000 Euro, zahlt 25% Steuern für über 14.000 Euro Monatsgehalt, nur 25% Steuern, ja, und verrechnet zusätzlich für 365 Tage im Jahr ein Taggeld von über 300 Euro, das er kassiert. Der hat zusätzlich zu seinen 14.000 Euro im Monat, wo er nur 25% Steuern zahlt, noch einmal 110.000 Euro an Taggeld eingesteckt für 365 Tage, obwohl er gar nicht 365 Tage im Jahr in Brüssel war. Das heißt, das ist schon genau die Verteilungsgerechtigkeit, wie es manche oberen großkopfigen Sozialisten offenbar vorstellen. Das ist die Verteilungsgerechtigkeit in die eigene Tasche. So wie beim Eigenfahren. Ne? Der neue Spitzenkandidat. Da kriegt überhaupt der Begriff Freundschaft eine völlig neue Bewertung. Ne? Ja, der Eigenfreund wird gefragt, ne? Was verdient ein Arbeiter durchschnittlich im Monat? 3.000 Euro. Ne? So abgehoben und weltfremd ist der. 3.000 Euro. Der hat überhaupt noch nicht gearbeitet, der Eigenfreund. Außer in der geschützten Werkstatt beim ORF. Ne? Geschützte Werkstatt beim ORF, da war der Techniker, da hat er einen riesen Apparat gesehen, ne? Und hat sich sogar seine Zähne vom ORF finanzieren lassen um 10.000 Euro. Ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. 10.000 Euro Zahnarztkosten über den ORF finanziert, neben seiner Gage, die natürlich auch entsprechend staatlich war. Und als Dankeschön dafür, dass der Eigenfreund offenbar in den letzten Jahrzehnten geschaut hat, dass im ORF immer eine gescheite Berichterstattung für die SPÖ passiert, ne, hat er jetzt noch zum Schluss an seinem Arbeitsabend noch ein Mandat versprochen bekommen. Ne? Das ist die Freundschaft. Das ist die Freundschaft unter den Genossen. Aber ich sage, da sind viele, viele Genossen zu Recht empört, was sie da beim Eigenfreund die letzte Zeit so mitbekommen haben. Und ich sage euch eins, ich glaube, dass da noch einiges bis 25. Mai zum Vorschein kommen wird. Aber ich kann das leider Gottes nur andeuten, weil ich möchte zuerst die Beweise und Belege dafür haben. Aber ich höre, dass da auch durchaus im einen oder anderen geheimdienstlichen Bereich etwas im Argen liegen soll, wo der Eigenfreund kein Ruhmesblatt sich erarbeitet hat. Aber das werden wir uns noch anschauen. Aber liebe Freunde, dann gibt es den zweiten, den Herrn Karas von der ÖVP. Das ist der EU-Pfarrer. Der EU-Pfarrer, der so monoton immer herunterbetet, die Europäische Union ist eine Glückseligkeit. Die Europäische Union ist ja was Tolles. Und alles ist billiger geworden, alles ist besser geworden, nach dem Motto, wie ihr setzt es anders. Gell? Hände falten, Goschen halten. Ne? Das alte Prinzip der ÖVP. Wehe, du bist ein EU-Kritiker. Wehe, da bist du ein Ketzer. Und Ketzerei muss natürlich medial am Scheiterhaufen enden. Ne? Ja, zumindest die schon einige dann her und verbrennt dich medial am Scheiterhaufen wenden. Und ihr traust dieses heilige Kalb, die neue Ersatzreligion, Europäische Union zu kritisieren. Oder gar den Euro, weil der ist alternativlos. Ne? Vor dem Euro haben wir ja gar nicht gewusst, wie wir leben können. Ne? Wenn man den Schilling kommt, dann waren wir wirklich arme Leute. Ne? Da haben wir gar nicht gewusst, wie wir unser Essen kaufen, wenn unsere Mieten zahlen. Fürchterlich was. Ne? Das wollen sie uns heute alles einnehmen. Aber in Wahrheit wissen wir, dass es anders ist. Heute wissen wir seit der Euro-Einführung, dass die unteren Einkommensschichten Reallohnverluste von bis zu 30% erlitten haben. Wir wissen, dass seit der Euro-Einführung die Inflation so dramatisch verlaufen ist, dass wir heute eine kalte Enteignung haben bei den Gehältern
bei allen Einkommensschichten, bei den Pensionisten, ja, und bei den Sparbeträgen der Menschen. Überall wurde man, wenn man will, direkt oder indirekt enteignet. Und die Menschen können sich immer weniger leisten. Das ist Realität. Während in der bösen Schweiz, die nicht Mitglied geworden ist in der Europäischen Union, ja, da müsste eigentlich das ganze System zusammengebrochen sein. Ne? Nur komischerweise, alle direkten Vergleichswerte mit der Schweiz zeigen auf, in der Schweiz sind die Gehälter höher. Man kann sich mehr leisten als in Österreich. Die Staatsverschuldung ist nicht ansatzweise auf unserem Niveau. Und die Schweiz schreibt kein Defizit. Komisch, ne? Und die Schweiz hat keinen Euro, ist nicht Mitglied der Europäischen Union. Die Schweiz, die angeblich schon zugrunde gerichtet sein müsste, ist in allen Eckdaten besser als wir. Ja? Na bitte, die zeigen ja doch, wie es geht. Und komischerweise zeigen es auch andere EU-Mitglieder, die wirklich EU-Mitglieder sind, aber nicht im Euro sind, wie Dänemark oder auch Schweden, dass sie bessere Eckzahlen haben als wir. Eigenartig, ne? Komisch. Die haben nämlich sogar ein Wirtschaftswachstum, ein wesentlich höheres als wir. Ja? Auch die Schweiz. Aber all das wird immer wieder anders dargestellt. Man tut so, als könnten wir ohne den Euro nicht leben, weil dann der Export nicht funktioniert. Ja verdammt noch einmal, wir haben auch in der Schillingzeit einen guten Export gehabt. Aber die Volkswirtschaft war insgesamt besser aufgestellt. Die Volkswirtschaft war besser aufgestellt. Wir hatten eine Strukturpeitsche damals. Natürlich, weil der Schilling an die D-Mark angelegt war. Aber wir müssen ja wieder darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, den Euro in der Form fortzusetzen, der zu solchen Mechanismen führt, wo südeuropäische Länder nicht mehr abwerten können, weil sie in einer Hartwährung sind, dort die Preise dramatisch steigen und die Menschen sich in Griechenland, in Italien, in Spanien, in Portugal ihr Leben gar nicht mehr leisten können und wir dann sowieso alle Kredite, die sie aufgenommen haben und nicht zurückzahlen können, sowieso als Steuerzahler wieder in Österreich und Deutschland und sonst wo zahlen und übernehmen müssen. Das funktioniert ja nicht, wir sind ja kein Perpetuum mobile. Das geht auf Dauer nicht, das muss zusammenbrechen. Und wer das nicht einsieht, der ist Realitätsverweigerer. Man muss über Alternativen diskutieren. Und man muss darüber diskutieren, ob der Euro in der Form überhaupt die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre in der Form Bestand haben kann, wenn wir nicht weiter verlieren wollen, wenn wir nicht weiter Enteignung erleben wollen, wenn wir nicht am Ende ein Währungsumstellungssystem erleben wollen, wo wir überhaupt wieder eine Enteignung von 40-50% erleben. Das droht nämlich. Und das haben unsere Vorfahren alle erlebt bei Währungsumstellungen in der Geschichte. Und ich sage daher, das soll man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist ein gefährliches Spiel. Und es wäre wesentlich besser, mit Volkswirtschaften, die vergleichbar sind, einen Währungsraum herzustellen, wie mit Deutschland, wie mit Holland, wie mit Dänemark und dort einen Währungsverbund. Weil dann wäre ein gerechtes volkswirtschaftliches Währungssystem möglich. Und die südlichen Länder in einem eigenen Währungsverbund, damit sie die Chance haben, abzuwerten und wir wieder billiger Urlaub machen können in diesen Regionen. Ja, weil den Urlaub kannst du ja auch nicht mehr leisten, ne? In Wahrheit. Und die könnten wieder leben und die hätten wieder die Chance, dass sie dort auch sich Lebensmittel leisten können, auch wieder die Mieten leisten können und nicht so wie heute in der Massenarbeitslosigkeit enden, wie teilweise in Spanien bei 50%, ja, der Jungen, die arbeitslos sind. Jugendarbeitslosigkeit, 50%. Gesamtarbeitslosigkeit in Spanien 25%. Wahnsinn. Und keine Ende in Sicht, im Gegenteil. Und dort sind aber ausgebildete Akademiker, ja, mit der Arbeitslosigkeit. Ja. Also das ist alles ein Mechanismus, der natürlich mit dem Währungssystem und mit den Kreditvergaben in diese Länder zu tun hat. Wo man wissen musste, wenn ich dort Kredite gebe, bei dem Währungssystem, bei der Wirtschaftsentwicklung, dann wird das nicht zurückzahlbar sein. Und das erklärt, warum man uns dann den europäischen Stabilitätsmechanismus aufs Auge gedrückt hat, wo wir heute neben der Staatsschuld, Rekordstaatsschuld in Österreich, noch einmal 62 Milliarden Euro an Haftungen Österreich zu übernehmen hatten. Also da ist dann die Hypo eine Lerchalschance. Zudem, wenn das hochgeht, was beim europäischen Stabilitätsmechanismus an Haftungen heute schon da ist. Dann ist die Hypo eine Lerchalschance und die gleichen roten und schwarzen Politiker, die sagen fürchterlich, diese Landeshaftungen, nie wieder dürfen wir das machen. Ja, wenn sie das ehrlich meinten, dann frage ich mich, warum haben sie beim europäischen Stabilitätsmechanismus zugestimmt, wo wir dagegen gestimmt haben. Weil wir haben gelernt aus diesem Krieg. Europäischer Bankenhaftung. Ja, ein Irrsinn. Und deshalb muss man diese Mechanismen beleuchten und einmal wirklich auch die Wahrheit auf den Tisch legen. Und liebe Freunde, genau das ist es. Wohin wollen uns denn teilweise Politiker führen? Die wollen noch mehr Zentralismus dieser Europäischen Union haben. Schon heute werden 75% aller Gesetze in Brüssel beschlossen und entschieden und wir müssen sie umsetzen. 75% aller Gesetze.
Ja bitte, ein Wahnsinn. Und die ÖVP und die SPÖ haben im Programm teilweise noch mehr Entscheidungen nach Brüssel auszulagern. Die wollen am Ende einen EU-Bundesstaat, der zentralistisch von Brüssel aus geführt wird und wo wir quasi zu einem Bundesland der Europäischen Union werden. Ja bitte, dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes fremdbestimmt. Und genau so eine Fremdbestimmung wollen wir nicht. Und genau das ist es, wogegen wir uns am 25. Mai zur Wehr setzen müssen, weil nur eine Stimme für die FPÖ sichert, dass endlich rot-weiß-rote Interessen dort wieder gehört sind. Und dass man endlich mit Selbstbewusstsein dort hinausfliegt, ja, und mit einer entsprechenden Kraft von 4 bis 5 rot-weiß-roten EU-Abgeordneten der FPÖ auch mit unseren Partnern aus Frankreich, aus Italien, aus Holland, aus Belgien, aus Schweden, aus Dänemark, aus England, dort europäische Freiheitsparteien in einer Fraktion sicherstellen kann, damit die Roten und die Schwarzen da draußen nicht alles machen können. Und wo man mit Selbstbewusstsein rot-weiß-rote Interessen vertritt und einmal klar sagt, ja bitte, jetzt zahlen wir, seitdem wir Mitglied der Europäischen Union sind, als Nettozahler, in der Zwischenzeit 1,3 Milliarden Euro netto pro Jahr. Das heißt, wir zahlen ja viel mehr. Wir zahlen ja brutto dort ein. Ja, dann kriegen wir ein bisschen was zurück, nämlich Bulgarien und andere Länder. Aber in Wahrheit zahlen wir ja mehr hinaus, als wir zurückkriegen. Da können wir das Geld ja kein da lassen und gescheit investieren in Bulgarien, in Österreich, in andere Strukturen. Also das ist ja alles kindersinnig und normalerweise habe ich geglaubt, wer zahlt, schafft an. Aber wir zahlen und haben nichts zu reden in dem Verein. Das ist überhaupt die absurdeste Mitgliedschaft, die ich jemals erlebt habe. Ne? Wenn man wenigstens zahlt und was mitzureden hat. Ja, dann könnte man ja nicht diskutieren. Aber einzahlen und nichts reden dürfen, ja, und nie den Mund aufmachen und nie einmal ein Veto einlegen bei gewissen Entscheidungen und nicht einmal sagen, so, da geht's mit uns nicht und das müsst ihr mal akzeptieren, weil wir zahlen ja seit Jahren Milliarden da ein in den Verein, da müsst ihr unsere Interessen auch mal berücksichtigen. Nichts dagegen. Habt ihr schon ein Beispiel erlebt, wo diese Bundesregierung in den letzten Jahren von 2006 bis heute irgendwo gesagt hat, nein, aber so nicht. Jetzt werden wir wirklich unsere österreichischen Interessen in Brüssel durchsetzen und das können wir nicht umsetzen, weil da geht es um die Interessenslage der eigenen Bevölkerung. Weder bei Temelin noch sonst wo habe ich es erlebt. Ich habe es kein einziges Mal erlebt. Außer Blabla, ne, vorher. Und danach ist man zurückgekommen und hat jeden Beschluss mitgetragen, der draußen vorgegeben worden ist. Und genau das ist es und genau das muss anders werden. Da braucht es halt Rückgrat, da braucht es Charakter, da braucht man auch in Wahrheit endlich eine Struktur mit Persönlichkeiten, und ich sage, der Harald Wilimski ist so ein Mensch mit Herz, mit Charakter, mit Rückgrat, mit Anstand, der traut sich was. Der lässt sich seinen Mund nicht verbieten. Dahinter der Franzi Obermeier, auf dritter Stelle der Georg Meyer, der Klubobmann des Steirischen Landtags, dahinter die Barbara Kappel, dahinter der Landtagsabgeordnete aus Niederösterreich, der Rudolf Landbauer, Eicher-Kandidat. Ja? Ja? Wir haben tolle Kandidaten. Wir haben tolle Kandidaten und wir haben die Chance am 25. Mai, wenn alle EU-Kritiker hingehen, und alle, die der rot-schwarzen Regierung einmal einen Denkzettel verpassen wollen, hingehen und der FPÖ ein Kreuz geben, dass einmal ein Erdbeben passiert und damit die einmal wachgerüttelt werden und die einmal 5 Jahre in Brüssel einmal wirklich den abgehobenen Bürokraten dort zeigen können. So nicht, liebe Freunde. Und ich sage auch klar und deutlich, wir sind heute die einzige Partei in Österreich und ich sage das mit vollstem Bewusstsein. Ein Teil meiner Familie ist aus der Sozialdemokratie entstanden. Ja? Und ich bin groß geworden damit. Aber Bruno Kreisky hat in der Frage Neutralität Österreichs genau die richtige Politik gelebt. Wir müssen wieder unsere Neutralitätspolitik endlich mit Leben erfüllen und nicht auf dem Altar irgendwelche Militärbündnisse. Dieser Außenminister Kurz, der Wurstl, ja? Das ist ja überhaupt der Wahnsinn. Der macht doch bei der Abendschule, ich weiß nicht, der Waske ist ein Außenminister über Weihnachten, hat er das offenbar gemacht. Ne? In irgendeiner Abendschule hat er den Außenminister gemacht über 2 Wochen, anders kann ich mir das nicht erklären. Der kleine Lehrbuhr ist heute Außenminister und spielt Partei beim internationalen Konflikt Ukraine, Russland, Europäische Union. Der verdammt noch einmal, unsere Neutralität steht nach wie vor in der Verfassung in der österreichischen. Das österreichische Neutralitätsgesetz ist aufrecht. Die immerwährende Neutralität, wir wollen doch was aus der Geschichte gelernt haben. Nur die Neutralität schafft für Österreich auf Dauer Sicherheit und Frieden, liebe Freunde. Und ich frage mich, welchen Teufel hat diese Bundesregierung geritten,
dass man beginnt, seit der Krise Partei zu ergreifen. Wirtschaftssanktionen gegen Russland mit unterstützt mit der Europäischen Union. Auf einmal SP und ÖVP-Politiker hergehen und davon sprechen, wir müssen Mitglied eines Militärbündnisses der Europäischen Union werden. Ja, was ist denn das? Jedes EU-Land, das nicht neutral ist, ist automatisch Mitglied der NATO. Verdammt doch einmal, wir haben in der NATO nichts verloren, liebe Freunde. Nie wieder sollen wir in eine Verlegenheit kommen, in irgendeinen Krieg oder kriegerische Handlungen hineingezogen zu werden. Und liebe Freunde, das soll man nicht einfach so wegstecken. Was da an Zuspitzung in der Ukraine passiert, seit der Revolution und den Straßenschlachten, wo Menschen gezielt erschossen worden sind in Kiew am Maidan, wo in der westlichen Medienlandschaft sehr, sehr einseitig berichtet wurde. Zufälligerweise gerade während der Olympiade in Russland, in Sotschi, während der Winterolympiade, sind 100.000 Demonstranten tagelang in Kiew am Maidanplatz gestanden, teilweise sogar schwer bewaffnet, wo dann Scharfschützen sowohl Polizisten als auch Demonstranten gezielt erschossen haben, wo bis heute nicht aufgeklärt wurde, wo, von welcher Seite die kamen. Weil aus den Häusern und aus den Hausdächern, von wo sie geschossen haben, das war unter Kontrolle der Demonstranten, eigenartigerweise. Und die Bäume, die die Einschussrichtung sicherstellen hätten können bei der Untersuchung, wurden danach gefällt, nachdem der Präsident Janukowitsch geflohen ist und im Parlament verfassungswidrig eine Übergangsregierung eingesetzt worden ist. Das ist ein verfassungswidriger Übergangsakt zurzeit. Wir haben keine demokratisch legitimierte Regierung in der Ukraine und die Europäische Union steht voll hinter der nicht demokratisch legitimierten Regierung, die verfassungswidrig heute zugegen ist. Steht voll dahinter. Da ist sogar eine Partei dort, die Svoboda, die nachweislich massiv antisemitisch ist. Die ist dort drin in der Übergangsregierung. Die Europäische Union hat die als Partner. Da kannst du dich nur mehr wundern, was für Interessenslagen sich da abspielen. Und nicht von ungefähr gibt es die nachhaltigen Gerüchte, dass amerikanische Geheimdienste und auch westliche Geheimdienste da mitgeholfen haben bei dieser Revolution am Maidan und diesem Putsch und auch dem Sturz des Präsidenten und der nicht verfassungsgemäßen Übergangsregierung, die jetzt dann in Folge hergegangen ist und gleich weiter gezündelt hat, indem man nämlich dort, wo die russische Mehrheitsbevölkerung in der Ostukraine, in der Südukraine, aber auch damals noch in der Krim lebt, man gesagt hat, russische Amtssprache wird abgeschafft, Autonomie gibt sowieso keine für die Gegenden, wo die russische Mehrheitsbevölkerung lebt. Und dann wundert man sich, dass Russland und Putin da nicht zusieht, wo ja immer seit dem Zerfall der UdSSR, wo nämlich vor dem Zerfall der UdSSR der Chruschtschow wahrscheinlich noch im dunklen Zustand die Krim von Russland der Ukraine völkerrechtswidrig geschenkt hat und keiner davon ausgegangen wäre, dass die UdSSR jeweils zerfällt. Aber wie sie zerfallen ist und die deutsche Wiedervereinigung angestanden ist, damals die Russen diese Wiedervereinigung maßgeblich möglich gemacht haben, mit der Bedingung, dass die ehemaligen UdSSR-Länder nicht Teil der NATO werden und dass man sich daran hält, dass die NATO sich nicht Richtung Osten ausdehnt und nicht an die russische Grenze heranrückt und man sich nicht daran gehalten hat. Und spätestens seit dem Jugoslawien-Konflikt, seit dem Irak-Konflikt, seit dem Libyen-Krieg, seit dem Syrien-Konflikt, die Russen merken, halt, das ist ja alles gegen uns gerichtet. Das ist ja geostrategisch alles sozusagen ein Puzzlesteinchen nach dem anderen, bis wir dann bei uns an der Grenze stehen und unsere geostrategischen Interessenslagen als Russen endgültig ausgeräumt haben. All das muss man auch sehen. Und natürlich ist die Ukraine, wenn man so will, natürlich auch mit der russischen Geschichte verbunden. Ne? Kiewer Russ, andere Entwicklungen, das ist beim russischen Bären, wenn man so will, der Kopf zu einem gewissen Teil. Und natürlich hat das historische Bewandtnis, die man nicht außer Acht lassen kann. Und wenn in der Krim das Parlament zu 100% die Abgeordneten ein Referendum beschlossen haben und dann ein Referendum 96% der Bevölkerung sich ausgesprochen haben, in Zukunft nicht mehr Teil des Staatsverbandes der Ukraine sein zu wollen, sondern Teil des russischen Staatsverbandes werden zu wollen, dann muss man das im Sinne des Selbstbestimmungsrechts ernst nehmen. Natürlich im Sinne der ukrainischen Verfassung ist das auch nicht verfassungskonform. Aber liebe Freunde, die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika war im Sinne der britischen Verfassung
auch nicht verfassungskonform. Ja? Also so ist halt auch immer der Lauf der Geschichte. Ja? Das ist der Lauf der Geschichte. Stellt euch vor, in Hawaii oder sonst wo würde umgekehrt so etwas sich abspielen. Es würden Straßenrevolutionen stattfinden, es würde dort die jeweilige Regierung weggeputscht und russische Politiker würden in Hawaii auf der Straße stehen und würden sagen, halt, wir unterstützen das. Ja? Die Amerikaner würden zusehen oder endlich in Kanada oder endlich in Alaska oder sonst in diesem Bereich. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und die Krim ist über 200 Jahre russisch gewesen. Ja? Die Krim ist ein historischer Bestandteil der russischen Geschichte. Der Kosovo, da hat es keine Parlamentsabstimmung gegeben. Im Kosovo hat es kein Referendum gegeben. Aber weil es in das geostrategische Interesse der Amerikaner gepasst hat, hat man den Kosovo völkerrechtswidrig unabhängig erklärt. Ja? Dort hat man ohne Parlamentsbeschluss und ohne Referendum etwas völkerrechtswidrig als korrekt erklärt, während dort, wo ein Parlament und die Bevölkerung direkt demokratisch eine Entscheidung getroffen hat, sagt man, das ist völkerrechtswidrig. Das zeigt schon, wie mit zweierlei Maß gemessen wird und wie hier reine geostrategische Interessenslagen offenbar eine Rolle spielen und aufeinander bringen. Und ich sage daher, es wäre eigentlich unsere Verantwortung, sich hier herauszuhalten, aus der Geschichte lernen. Die Russen sind auch Alliierte, die uns die Neutralität möglich gemacht haben. Genauso wie die Amerikaner, genauso wie die Franzosen, genauso wie die Engländer. Wir haben gegenüber all diesen Signatarmächten eine Verantwortung als neutraler Staat. Wir haben hier nicht Partei zu sein. Wir haben noch Möglichkeit zu vermitteln, wie Bruno Kreisky jetzt gemacht wurde. Zu vermitteln, nach Wien einzuladen, die Streitpartei mitzuhelfen, Mediator zu spielen, aber nicht Partei zu ergreifen. Und ich sage allen Zündlern, die da weiter sagen, ein Wahnsinn, und weitere Wirtschaftssanktionen und militärisch notfalls gegen Russland vorgehen, ja, seid ihr noch von allen guten Geistern verlassen, wenn dann manche Politiker in der Ukraine, die Timoschenko, sogar die Amerikaner auffordern, die Atombombe einzusetzen gegen Russland. Ich meine, dann kann man sich ja nur mehr wundern, was für politische Verantwortungsträger damit sind. Wir werden nur eine nachhaltige, friedliche Lösung auch möglich machen, wenn man sich auf den Verhandlungstisch setzt und mit Russland gemeinsam einen diplomatischen Weg findet, doch nie militärisch. Was ist denn das für ein Denken von verzopften, ich weiß nicht, längst überholten Mechanismen? Das sind, nein, Russland bitte ist genauso wie die Vereinigten Staaten von Amerika eine atomare Macht. Ja, wohin will man uns führen? So ein Regionalkonflikt dort, wo man Öl ins Feuer gießt, der muss nicht unbedingt regional begrenzt bleiben. Der kann durchaus auch ein Flächenland werden. Und genau so etwas wollen wir nicht. Und genau dort ist anzusetzen, und da ist sehr verantwortungsvoll damit umzugehen. Und genau das fordere ich ein. Genau deshalb auch unsere Position. Und dann halten wir uns raus. Und natürlich muss ich dann in Frage stellen, warum vor kurzem am Handelsquai hunderte Panzer quer durch Wien am Handelsquai Richtung Osten transferiert worden sind und das gefilmt wurde. Diese Anfragebeantwortung im Parlament, ja, die werden wir stellen, diese Anfrage, und auf die Beantwortung sind wir gespannt. Und wir sind natürlich auch interessiert daran, warum 5000 Panzer aus Großbritannien nach Deutschland transferiert worden sind in den letzten Monaten, weil sie angeblich ausgemustert worden sind aus der britischen Armee und man keinen Platz hat für die zu verkaufenden und zu verschrottenden Panzer in England und sie daher nach Deutschland gebracht worden sind. Alles sehr eigenartige Zustände. Manchmal hat man den Eindruck, es gibt ein paar Zündler in dieser Welt, die auf Kosten der Menschen, der Bürger und der Völker uns alle wie Schachfiguren betrachten, nach dem Motto, ja, die Schachfiguren, die können wir doch vielleicht schon einschieben. Nein, sowas wollen wir nie wieder zulassen und bei sowas wollen wir nie wieder dabei sein, sage ich nur. Kommen wir zum Schluss, die Ersatzreligion, die ich vorher angesprochen habe, der Europäischen Union. Diese Ersatzreligion, und so wird sie wirklich gehandhabt, manchmal hat man den Eindruck, diese ganzen EU-Kommissare und die ganzen EU-Bürokraten, die ganzen EU-Sektierer, die permanent beten vom heiligen Kalb der Europäischen Union, die sehen ja Brüssel schon fast als eine heilige Mischung aus Rom, Mekka und Jerusalem. Ne? Das kostet ein Eindruck genau. Ne? Quasi, der Satz hier mit einer neuen heiligen Stadt. Ne?
wo dann der Präsident der neue Papst ist, der Schulz soll quasi der neue Papst der EU sein, ne? Ja, die Kommissare sind die Kardinäle, ja? Die Abgeordneten sind die Pfarrer, ne? Und die Ministranten sind die Journalisten zum Teil. Ne? Das ist offenbar das neue Gebiet der heiligen Kultur der Europäischen Union. Und wenn du Kritik übst, ne, dann bist du ein Ketzer, dann kehrst du am medialen Scheiterhaufen verbrannt, fürchterlich, was du dir traust, dann bist du Anti-Europäer. Ne? Wenn du eine Struktur kritisierst, wenn du zentralistische, bürokratische Hemmschuhe und Fehlentwicklungen kritisierst, dann bist du auf einmal Anti-Europäer. Also was soll denn Unsinn sollen? Wir sind Österreicher und wir leben mitten im Herzen Europas. Wir werden daher immer Österreicher und Europäer sein, aber der Verein... Es gibt viele europäische Länder, die nicht Teil der Europäischen Union sind. Sind die deshalb nicht mehr Europa? Was ist denn das für ein Unsinn? Es geht um Strukturverbesserung, es geht um mehr Demokratie, es geht um mehr Mitsprache. Es werden bis heute nicht einmal die EU-Kommissare direkt gewählt. Ja? Die EU-Kommissare werden von den Regierungschefs ernannt und bestimmt. Nicht demokratisch gewählt. Das ist so wie in der UdSSR. Da sind die Kommissare auch bestimmt worden und nicht gewählt worden. Was ist das für ein Mechanismus, wo drüber gewalzt wird über die Bürger Europas? Ich sage, die direkte Demokratie sollten wir uns als Beispiel nehmen, der Schweiz. Aber wenn es dann wie in der Schweiz voll Schock stimmt, ja, dann drohen sie gleich mit Sanktionen. Wir hätten gern bei unserer Volksabstimmung, ob die österreichische Bevölkerung noch mehr Zuwanderung will oder einen Zuwanderungsstopp will. Ich hätte gerne eine Volksabstimmung bei uns, ob wir die Grenzen für billige osteuropäische Arbeitnehmer weiter offen halten sollen oder sie einmal zumachen, bis wir weniger Arbeitslose haben. Diese direkte Demokratie. Aber nein, das Volk entscheiden zu lassen, für den Teufel, ja, wo kommen wir denn da hin? Das soll doch die SPÖ-Parteisekretariate und die ÖVP-Parteisekretariate weitermachen können, ne? Wir dürfen es zwar alle 5 Jahre Kreuzerl machen, ne? Aber dann sollen 5 Jahre die Parteisekretariate entscheiden, ne? Das ist das alte Prinzip, ich sage nein. Die Schweiz lebt sonst vor seit über 100 Jahren. Und das können natürlich auch Abstimmungen unangenehm sein. Ja, das ist die Demokratie. Die direkte Demokratie ist meiner Meinung nach die beste Form der Demokratie. Warum? Die Schweiz hat ein Parlament, ein gewähltes, wird auch alle 5 Jahre gewählt. Man hat eine Regierung, die demokratisch gewählt ist. Man hat aber die Chance, von der Bevölkerung Volksabstimmungen zu erzwingen, bei Materien, wo man den Eindruck hat, dass die eigene Regierung nicht im Interesse der Bevölkerung handelt. Das ist ein Kontrollmechanismus, das ist ein Transparenzmechanismus, das ist ein Hebel der Bevölkerung, zumindest von den 100% Gesetzen, die sie beschließen, 2%, nicht einmal 1,5% zu korrigieren. Aber dort, wo es der Bevölkerung besonders wehtut, da sind im Jahr in der Schweiz 2-3 Materien, die abgestimmt werden. Wer sind's nicht? Und da gibt es meistens einen Abstimmungstag pro Jahr, wo über 3 Materien gleichzeitig abgestimmt wird. Und dann ist man aufgefordert, auch entsprechend Informationen an die Bürger zukommen zu lassen, wo dann beide Seiten zu den Themenstellungen auch dementsprechend informativ den Bürgern in einem Heft mitgeteilt werden. Das ist gelebte direkte Demokratie. Das ist nicht ein Ersetzen der parlamentarischen Demokratie. Das ist ein Art Kontrollmechanismus und ein Art Regulierungsmechanismus, sozusagen die Macht dem Volk zu geben, dass dort, wo Entscheidungen einer Regierung fallen, gleich welche Partei vor dort sitzt, ja? Wurscht welche, die so diametral gegen die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung verstoßen, dass das Volk sagen kann, so nicht, wir sammeln 100.000 Unterstützungserklärungen und dann gibt es eine verpflichtende Volksabstimmung. Und das Ergebnis ist verbindlich ab einer gewissen Teilnahme. Das ist gelebte Demokratie. Und glaubt's, was die Parteisekretariate aller Parteien, von Rot bis Freiheitlich, würden dann grundsätzlich darauf trachten, eine ehrlichere Politik zu machen, weil sie immer wüssten, das Volk könnte sich in Politik machen. Das ist der Mechanismus. Und darum geht's und deshalb bitte ich euch, gebt mir die Chance, helft mit, ich kann heute mir den Mund in allen Ländern, Tag und Nacht, in jedem Tal, fusselig reden, ich kann Land auf, Land ab fahren, ich kann nur Bewusstsein schaffen, ich kann nur wachrütteln, ich kann nur der sein, der stellvertretend für euch das sagt, was ihr euch denkt und oftmals nicht könnt. Aber ändern können wir es nur gemeinsam, wenn jeder Einzelne seine Wichtigkeit erkennt. Ich alleine, ich kann nichts ändern. Ich kann genauso nur wie ihr ein Teil der Veränderung sein. Jeder muss seine persönliche eigene Wichtigkeit erkennen, sich zu beteiligen.
mitzumachen, auch mit seinen Freunden, Familienmitgliedern zu reden, sie zu überzeugen, am Wahltag das richtige Kreis zu machen, aber dort hört es nicht auf, sondern weiter mitzuhelfen, den Mund aufzumachen, wenn was in eine falsche Richtung läuft. Auch sich aufzuregen, auch mitzudiskutieren, Bewusstsein zu schaffen, da braucht es jeden Einzelnen von euch, weil man doch nach wie vor 30, 40, 45% in der Gesellschaft sagen, es ist zwar alles so entsetzlich, aber mitmachen tue ich nicht, daheim bleiben tue ich, mitentscheiden tue ich nicht, ja dafür sind unsere Vorfahren, die die Demokratie erkämpft haben, bitte teilweise umgebracht worden, damit wir heute ein Wahlrecht haben. Das muss man auch wünschen, damit es nicht wieder vielleicht verlustig ist. Entweder wird man nur dann was können, wenn man auch mitmacht und einen Beitrag leistet. Und wenn man natürlich nicht wieder die wählt, über die man schimpft, weil sie gerade verantwortlich sind für den Zustand, den man hat, ne? Da kann sich nichts ändern. Ne? Man hat nichts davon, wenn man oft als Bürger trifft, die sagen, sie haben in vielen Bereichen haben sie eh recht. Höre ich immer wieder. In so vielen Bereichen haben sie recht, Herr Stark. Muss ich wirklich sagen. Aber in meiner Familie, wenn man halt seit 40 Jahren ÖVP oder SPÖ, das tut mir nicht leid. Ne? Da sage ich immer, ja, das ist schön. Aber glauben Sie dann, dass die irgendwo umdenken werden? Nicht Sie verraten die SP und die ÖVP, nein, wenn Sie denen den Rücken kennen. Die haben ja euch schon verraten. Die haben ja euch schon verraten. Wo machen wir heute noch soziale Politik? Wo machen wir auch noch christlich-konservative Politik? Für die Homo-Ehe treten sein, ne? Sowohl die Roten als auch die Schwarzen. Homo-Ehe, Adoptionsrecht für Homos, na super. Wirklich toll. Ganz klar. Also ich sage, Sexualität ist Privatsache und das soll sie auch bleiben. Ja, das soll jeder machen, wie er kann. Aber bitte, ich will doch nicht Sexualität subventionieren, sondern ich will Kinder subventionieren. Und Kinder werden nur zwischen Männern und Weibern möglich. Und nicht zwischen Männern und Weibern und Weibern. Toller Wertschutz. Das ist so. Kinder gehören subventioniert. Die Zukunft unserer Gesellschaft gehört subventioniert. Und wisst ihr, wie viele Kinder heute in Heimen leben und wie viele verheiratete Paare, Männer und Frauen, seit Jahren vergeblich versuchen, Kinder zu adoptieren und sie nicht bekommen? Da braucht man kein Adoptionsrecht für Homosexuelle, bei aller Wertschätzung. Und ich möchte auch nicht haben, dass der kleine Kali in der Volksschule gefragt wird, wie heißt deine Mama, und der muss Franzi sagen. Ja? Da hört sich wirklich bei mir jedes Verständnis an. Jeder soll seine Sexualität leben, aber wie gesagt, die ist Privatsache. Und wenn jetzt der Alf Beuer ein Interview gegeben hat, ist unlängst noch über den Song Contest, über das Essen, das dort startet, ja, und zu Recht gesagt hat, wenn einer nicht weiß, ob er Mandel oder Weiberl ist, dann sollte er nicht zum Song Contest fahren, sondern lieber zum Psychotherapeuten gehen. Dann ist das durchaus. Dann frage ich mich wirklich, wie der ORF zu so einer Entscheidung kommt, ohne seine Zwangsgebührenzahler zu fragen. Bei aller Wertschätzung, wir zahlen für diesen österreichischen Rundfunk Zwangsgebühren, die eh abgeschafft werden, aber da wird man nicht einmal gefragt, ob man die abschaffen will. Und da wird man nicht einmal gefragt, was zum Sachprotest gehört. Ja, was ist denn das für ein Rundfunk? Also da fühlt man sich ja natürlich gepflanzt und viele Leute haben da kein Verständnis für solche Entwicklungen. Ja? Und das muss man natürlich auch offen sagen. Ja, ich sage ja, in Wahrheit frage ich mich überhaupt, warum wir Zwangsgebühren für den ORF zahlen. Wir zahlen ja Müllgebühren, das müsste eigentlich dabei sein. Oder? Ja, das müsste eigentlich dabei sein. Ja, liebe Freunde, all das, und das war eh schon zu lang, sind offene Worte, für die man mich auch kritisieren kann und auch andere Meinung haben kann. Ja, aber ich habe eine Meinung und ich lasse mir meine Meinung nicht verbieten, ich artikuliere sie. Ich werde dafür natürlich geprügelt, werde dafür natürlich auch manchmal vom politischen Mitbewerber, wenn man so will, ordentlich hergefotzt, sollte alles aus. Aber ich lasse mir meine Meinung nicht nehmen. Wir haben freie Meinungen. Oh! Der unterschiedlichen Meinungen, der macht uns aus. Und ich sage ganz, das ist genau das, was uns manchmal auch von politischen Mitbewerbern da oder dort unterscheidet. Wir Freiheitlichen haben es nicht notwendig, zu Grünen,
oder sozialistischen Veranstaltungen unsere Jugend hinzuschicken, um dort zu schreien, zu pfeifen oder irgendwas zu schmeißen und zu stören. Wir haben das nicht notwendig. Wir haben unsere Meinung, wir machen selber Veranstaltungen, wir versuchen Menschen zu überzeugen und zu gewinnen mit Argumenten. Das sollen unsere Mitbewerber auch machen. Sie brauchen uns nicht, irgendwelche aufgehetzten Jugendlichen schicken zu unseren Veranstaltungen, um dann dort zu pfeifen, zu schreien, zu stören und andere nicht demokratische Exzesse zu leben. So gesehen sage ich danke, dass ihr gekommen seid, dass ihr mir euer Gehör geschenkt habt heute. Ich war eh schon wieder viel zu lang, zum Glück nicht Fidel Castro, der redet immer 8 Stunden oder hat 8 Stunden geredet. Ja. Da bin ich ja eh noch quasi christlich im Vergleich zu ihm. Ja. Aber es ist einmal an der Zeit und es gibt so viele Facetten und natürlich habe ich auch heute nicht alle angesprochen. Ja. Aber verzeiht es mir, es war eine Steckreifrede. Ja. Sag ich das, wie es mir kommt, auf der Zunge liegt. Daher zum Schluss noch einmal den Appell. Ärmel aufkrempeln. 25. Mai. Denkzettel für Rot-Schwarz. Absage an EU-Zentralismus. Wieder mehr Souveränität für Österreich. Neutralität erhalten und bewahren und nicht aufgeben. Weniger Fremdbestimmung. All das ist letztlich am 25. Mai zu entscheiden. Wer zu Hause bleibt, wird den negativen Mechanismen leider Gottes weiterhin eine Unterstützung geben. Wer hingeht und der feindlichen Partei die Stimme gibt, weiß, dass er rot-weiß-rote Interessensunterstützung verstärkt bekommen wird. Dass er letztlich auch gleichzeitig rot und schwarz am Denkzettel verpasst und am Ende die Herrschaften an Angstschweiß kriegen und hoffentlich umdenken, hier in Österreich die nächsten Jahre eine bessere Politik zu machen. All das ist am 25. Mai möglich. Deshalb bitte geht's hin und schauen wir, dass vielleicht nicht nur eine Stärkung des rot-weiß-roten Interesses dann mit einer starken Vertretung in Brüssel möglich ist, sondern dass vielleicht ein kleines politisches Erdbeben passieren kann. Oh.